Ey, Denne, ja. Was ist dein Mantra eigentlich? Uff. Funktioniert super mit einer Mantra-Massage. Denne und die Freie Radikale, willkommen im Neo-Magazin Royal! Bin ich so der Typ, der sich als nicht so der Typ beschreibt? Eher der, der wartet, bis nichts übrig bleibt. Ja, rolliger Welke nach der Blütezeit. Und so hauche ich auch nicht selten Öff ins Mike. Nicht nur aus Erschöpfung, eher wie ein Mantra. Ich sag dreimal Öff und seh es viel entspannter. Probier's doch mal mit Selbstmitleid, Mann. Bei dir läuft's hier drei, vier Seufzer und du hältst die Zeit an. Ich sag Öff immer wieder und wieder. Ich sag Öff, wenn ich denke, geh nieder, Pegida. 2 Jahre gibt's die Spinner schon, immer wieder montags fehlt die Erinnerung. Und wenn ich schon mal Öff sag, dann nicht ohne Angst, um die eigene Empathie und die Toleranz. Wenn jede Nase nur noch nach der Kohle tanzt, wundern mich hier schon mal nicht die ganzen Promo-Stunts. Hauptsache Fame, Hauptsache Klicks, Hauptsache Hype, glaub davon nix. So viele Posen, das große Liebkosen, Geld und Bedürfnis, Profilneurosen. Am besten auf dem Rücken der Schwachen, kann ja irgendeine Zecke dann ein Stück drüber machen. Etwas Doppelmoral in deinem Kopf ist normal, darum steht ja so, tu als ob nicht zur Wahl. Ich sag, bei diesem ewigen Kreislauf, Öff, geben die Medien meist auf, Öff, Info wird nicht TÜV geprüft. Und so kommt ein Öff zum Öff. Öff in meiner Erschöpfungsgeschichte ist Jacke noch Hose und Köfte noch Schnitzel. Öff ist wahrscheinlich eh nur ne Phase. Ich sag Shoutout an Elmo, Nese und Hase mit nem Öff. Ja, Öff mein Mantra und ich. Nicht viel mehr als nur ne andere Sicht mit nem Öff. Öff, ich und mein Mantra. Ü zu dem Doppel-F, richtig füreinander. Öff.